Check my raps, check the flow, Leute. Herzlich willkommen zum Videospiel Dialoge AI Quiz. What? I love it einfach nur. Kann ich das beibehalten, ja? Ich bitte darum. Okay, Sepp, Bram, Jay und Peter sind da. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du auch da bist. Das freut mich auch. Wir machen ein Videospiel-Charaktere-Dialoge-AI-Quiz. Lucy hat das vorbereitet und es funktioniert so. Ich lese euch gleich einen Dialog zwischen zwei Personen vor. Die sind beide in einem Videospiel. Ihr müsst erraten, wer die beiden sind. Und der Dialog wurde von ChatGPT geschrieben. Es ist aber nicht so weird, wie beim letzten Mal. Das heißt, dann wurde quasi gesagt, Super Mario und schreibt einen Dialog zwischen Mario und Yoshi. Genau, ihr müsst einfach nur die beiden Personen erraten. Die beiden sind auch immer aus dem gleichen Spiel. Und wir machen das so, ihr buzzert. Und schon mal wichtig zu wissen. Wir machen das so, dass ihr mir nur eine Person nennen müsst. Wenn ihr beide wisst, dann kriegt ihr die doppelte Punktzahl, also 8 statt 4. Okay. Wow. Machen wir so schwer ist das? Finde ich gut. Machen wir einfach mal, ja. Sehen wir. Es ist viel Text, also ihr müsst, jetzt gut hinhören. Ich höre. Aha. Ja. Entschuldigung, darf ich einzeln auch sagen oder beide? Du darfst auch einzeln sagen. Okay. Check my raps, check the floor, herzlich willkommen zu. Achso, okay, ich dachte schon. Nein, alles gut. Oh, gut. Dialog 1. Person A. Ja. Es gibt auch immer Regieanweisungen. Betritt die belebte Gaststube und seufzt. Du siehst aus, als hättest du wieder Ärger am Hals. Weiß geil. Nicht, warum ich das jetzt so vorgelesen habe. Ja, das machst du weiter. Ich finde, du machst aber auch Frauenstimmen weiblich, ne? Ich mach das einfach so, wie ich es gerade. Neutral, okay, schade. Person ich glaube, das macht es schwieriger sonst. Ist doch gut. Person B hebt den Becher und grinst. Mein Freund, Ärger ist nur ein anderer Begriff für Abenteuer, nicht wahr? Ist das Bündchen mit Blümchen? Das ist ein Videospiel, oder? Und ich muss an Gronkh denken. Hallöchen! Konzentrieren, ne? Ja, stimmt, scheiße. Augenrollend. Du und dein Abenteuer. Also, was hast du dieses Mal angestellt? Person B lehnt sich flüsternd herüber. Hör zu, es geht um eine verzauberte Harfe, eine wundersame Prinzessin und eine Gruppe draufgängerischer Söldner. Person A seufzt. Das klingt nach einer deiner üblichen Geschichten. Wahrscheinlich kommt der ein oder andere Rock, dem du hinterherläufst, auch darin vor. Geralt von Riva. Hätte ich auch gesagt. Das ist richtig. Ah, stark. Prinzessin, hier am Rockzipfel überall, die Frauen alle flachlegen. Passt Jay? Gut. Die andere Person ist Yennefer von Wengerberg. Nein. Triss Merigold. Nein. Sepp? Der Barde. Name? Rittersporn. Richtig. Oh. Achso, stimmt. Eigentlich noch eine kurze Frage. Sind die immer aus demselben Franchise oder können sich auch aus Mario dem gleichen Spiel immer sogar? Aus dem, das okay, hat er okay. doch erklärt. Ja, genau. Mann, ich hatte gerade noch parallel gerade wichtige Termine auf WhatsApp abzuklären. Entschuldigung, dass ich nicht alles mitgekriegt habe. Kennt man ja von der Entschuldigung. Rab, ne? Wenn der rauskam bei TV Total, hat er auch noch mal kurz eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Mann! Ey, einfach Jay schreibt, wer das Wissens ist und der ist einfach insane ey, beschäftigt. Ey, Mann, ich versuche den Laden am Laufen zu halten. Ey, und dann wird man hier fertig gemacht. So, Dialog 2. Habt ihr, also, ne, das Spiel. Ja, Moment, ich will ganz kurz threaten, dass Jay das Laden am Laufen hält. Okay, also, dann kann ich aber auch weitermachen, weil Bram ist ja viel beschäftigt, aber wir haben auch bei Jay einfach weitermacht. Dialog 2, Person A. Beobachtet den Sonnenuntergang und seufzt. Dieser Anblick erinnert mich daran, wie schön unsere Welt sein kann. Person B schaut ebenfalls auf den Sonnenuntergang, sein Gesicht ruhig und ausdruckslos, sagt dann aber gar nichts. Person A mit einem Hauch von Melancholie. Du hast so viel für dieses Land getan. Du hast die Dunkelheit immer wieder vertrieben und uns. Okay. Ich darf aber beides sagen, ne? Zelda und Link. Das ist korrekt. Boah, Alter! Doppelte Punkte. Ich dachte, dann kriegt man mehr. Ja, doppelte Punkte. Da hast du doch 8. Ja, aber das würde ich ja, wenn ich es auch Zelda sagen würde und danach Link sagen würde. Ja, aber dann kann ja jemand absnacken. Genau. Ja, ist okay. Also, genau. Wir machen das auch so, ist ja auch logisch. Problem. Ich höre nur. Also, wenn es jetzt zum Beispiel nicht Zelda gewesen wäre, sondern irgendwer anders, aber Link wäre korrekt, dann hätte ich das natürlich falsch gewertet. Dann hätte es nicht 4 Punkte gegeben. Ja, sondern, deswegen. Ne? Alles gut. Also, okay. Ein bisschen. Ja, also. Ja, aber das war easy mit der Dunkelheit und dass der Typ dann schweigt, das war offensichtlich. Oh, okay.
Okay. Spannend, dass ChatGPT das checkt, ne? Also ja, natürlich, also das weiß man doch. Ich bin ChatGPT May, nachdem ich da in die harte Schule gegangen bin von dieser letzten Rotz-Sendung, die wir da mit Eis gemacht haben. Mein Gott. Bestes Video 2023, Leute. Ja, das ist immer noch eine komische Sache. Das ist wie Emre Can, Nationalspieler des Jahres. Aber Jay, war eine tolle Abstimmung. Also jetzt machen wir nicht hier so ein... Ja, also ich bin da auch ganz auf der Seite von ChatGPT. Dialog 3. Person A steht vor dem Haus. Na, du... Gott. Ja doch, ich muss es vorlesen, es ist so. Na, du verrückter Bastard, was bringt dich her? Also das Bastard ist doch jetzt okay. Das ja, stimmt also eigentlich, ja. Person B steigt aus dem Truck aus und grinst. Oh, nur die übliche Langeweile und die Sehnsucht nach Chaos und Verwüstung. Wie läuft's bei dir? Person A seufzt. Du weißt doch das Übliche. Die Familie, die Hypothek, das ganz normale Leben. Person B lacht. Du bist so verdammt langweilig geworden. Wann hast du das letzte Mal etwas Verrücktes gemacht? Etwas Spaß gehabt und die Sau rausgelassen? Person A zuckt mit den Schultern. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Ich will nicht im Knast landen. Person B mit einem breiten Grinsen. Knast? Darum sorgst du dich? Denk an die guten alten Zeiten. Das ist das wahre Leben. Person A ernst. Für dich vielleicht, aber ich versuche jetzt ein anständiges Leben zu führen. Und das ist schwer genug, auch ohne dich durchgeknallten Spinner. Person B nickt nachdenklich. Aber hör mal, wir könnten doch mal wieder was zusammen unternehmen. Ein letztes großes... Bram. Trevor und Michael aus GTA. Beide richtig, sehr gut. Ja, bei Trevor war ich mir auch big. Sicher. Fuck, ganz schön big. Ohne da bin Scheiß, ich, da bin ich nicht stark drauf gekommen. Ich war jetzt überlegt, ist es Franklin oder Michael, Alter? Na, wirklich, wenn Mikkel da mit seinem neuen Buch rauskommt und ein Hörbuch daraus macht, Andi, du bist der Mann. Ja. Ich kann auch eigentlich nur zwei Stimmen. Amadi und Amadi. Ja. Das war ich doch. Also mehr Charaktere hat Mikkel doch eh nicht im Buch. Also. Und die heißen auch alle Mikkel und Oscar. Das ist weiß ich nicht, das kann nur meine Frau sagen. Okay, ja. Mikkel ist nicht so gut darin, sich Namen auszudenken, haben wir festgestellt. Egal, anderes Thema. Dialog 4, Person A, blickt hinunter auf die brennende Stadt. Das ist die Hölle da unten. Person B raucht ruhig eine Zigarette. Diese Hölle ist genau das, zu dem wir sie gemacht haben. Person A, resignierend. Es ist seltsam. Vor nicht allzu langer Zeit saß ich noch mit den anderen zusammen und habe Karten gespielt. Jetzt sind wir mitten in dieser Scheiße und die anderen sind tot. Okay. Person B, seufzend. Solche Zeiten verändern die Dinge. Die Stärksten und vor allem die Klügsten überleben. Person A, ganz ernst. Aber zu welchem Preis? Die Opfer, die wir gebracht haben, es wiegt schwer auf meinem Gewissen. Person B legt eine Hand auf seine Schulter. Das ist der Fluch unseres Jobs, mein Freund. Wir tragen die Last der Entscheidungen, die wir treffen, aber wir dürfen niemals vergessen, warum wir so handeln. Person A nickt. Der Schutz unserer Heimat, unsere Freiheit. Noch in Jahrzehnten wird man sich unsere Geschichte erzählen. Person B entschlossen. Geschichte ist gefüllt mit Lügen, Junge. Sie wird von denen geschrieben, die überleben. Wenn er überlebt und wir sterben, wird seine Geschichte zur Realität. Ob es nun die Wahrheit ist oder nicht. Wir werden bis zum Ende kämpfen, um sicherzustellen, dass die Wahrheit bewahrt wird. Selbst wenn es bedeutet, durch die Hölle zu gehen. Jetzt buzzert doch mal. Das ist ich hab keine Ahnung. Ich sag mal Kratos. Nein. Okay, dann ist es nicht God of War. Loki. Nein. Der wird es dann genauso wenig sein. Ja, aber ich hatte schon gedrückt. Okay. Ich dachte an dasselbe. Tut mir leid, Andi, wenn ich es wüsste oder einen Clou hätte, würde ich sofort buzzern. Nee, eigentlich will ich nicht buzzern. Will ich auch. Weißt du, ich habe letztes Mal, wo dich so gequält und jetzt gehst du richtig in die Du bist doch immer bevorzugt bei den Punkten. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ah, ja, stimmt, wir wollten ja mit Jay mit minus 10 Punkten starten diesmal. Ja, ich habe gesagt, beim nächsten 50 Fragen, was wir aufnehmen. Ja. Aha. So war Person jetzt A, war die hoch oder tief? Ich glaube tief, ne? Person A bestimmt. Ich bin bereit. Ich werde sie bis zum Ende begleiten, Sir. Person B lächelt stolz. Das ist, was ich hören wollte. Jetzt lass uns unsere Aufgabe erledigen und sicherstellen, dass dieser Krieg ein Ende findet. Fuck! Person A nickt bestätigend. Oh. Jawohl, Sir. Wie heißt er? Was? Heißt, ich weiß es. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, Sag mal das Franchise. Ich auch nicht.
Ah, lass mir kurz noch, ich gebe euch den Tipp, falls 5, 4, 3, 2, 1, Zeit ist rum. Also, ich kann euch Tipps geben. Ja, gib mal, ich weiß es. Die beiden Charaktere sind männlich, die wir suchen. Ja. Das Spiel hat einen Metacritic-Score von 94. What? Okay. Persona Person 1, Persona Person 2. Scheiße, wie heißt der? Kam mir nicht vor wie Persona. Das Spiel erschien im Jahr 2009. Ja. What? 2009. Mann! Da 94er Bewertung? Mann! Wie Mann? Ja! Man blickt auf eine brennende Stadt, Alter. Und ist aus dem Genre Ego-Shooter. Ja! Ich geb euch's, ja? Komm, Hände an die Buzzer, komm nicht drauf. Es ist MW2. Captain Price. Das ist richtig. Hope McTavish. Auch das ist richtig. Sehr gut, Jay. 8 Punkte. Nicht mehr ein, wie der hieß. Das ist das Einzige, was mir mit 2009 einfällt, aber es passt halt irgendwie gar nicht. So, ich hab gar nicht. Hä, wieso sollten da eine brennende Stadt? Was? Hab ich auch nicht verstanden. Ja, Krieg und so. Aber der hat halt geraucht und. Also ich weiß ja nicht, ob ChatGPT die Spiele auch selbst gespielt hat, ne? Aber vielleicht sind da manchmal falsche Informationen drin. Ich fand das war okay. Also Sepp ist ja drauf gekommen. Also ich kann jetzt auch relate, nachdem ich es weiß. Nee, ich nicht. Ah, okay. Nur dank Andys Tipps. Wir kommen zu Dialog Nummer 5. Nicht selbst Tipps. Das ist super gut, doch, weil COD MW2 war auf jeden Fall richtig. Dialog Nummer 5, Person A beginnt wieder und die Person steht am Ufer, oder beide Personen stehen sogar am Ufer, während sie auf das Meer blicken. Manchmal frage ich mich, ob wir jemals die Ruhe finden werden, nach der wir suchen. Person B blickt ebenfalls aufs Meer. Schwer zu sagen. Die Welt ist ständig im Wandel. Person A nachdenklich. Vor langer Zeit haben wir über eine gemeinsame Zukunft gesprochen. Es fühlte sich wie ein Lichtblick an. Person B ganz ernst. Ich erinnere mich gut. Aber die dunklen Zeiten und machthungrige Führer haben diese Hoffnungen oftmals zerstört. Person A mit einem Seufzen. Ihre Taten waren ein Albtraum. Aber du hast immer versucht, deine Leute auf den richtigen Weg zu führen. Person B, nachdenklich. Wir sind ein Zusammenschluss unterschiedlicher Völker. Es ist schwer, einen Frieden zu erreichen, mit dem alle leben können. Gaius Julius Caesar. Nein. Aus welchem Spiel? Ich sag mal, einer ist Shepard. Commander Shepard. Okay. Oh, auch gut. Person A. Civilization, Jay, aber nee, Caesar kann man da gar nicht, ne? Doch. Doch, ich glaube schon. Caesar kann man mittlerweile spielen. Person A mit Entschlossenheit. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Es ist unsere Pflicht, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Person B nickt. Du hast recht. Wir müssen weiterkämpfen und nach einem Weg suchen, unsere Welt zu heilen. Person A schaut ihn an. Ich bin froh, dass du immer noch an den Frieden glaubst. Sie können sich glücklich schätzen, dich zu haben. Person B lächelt leicht. Und ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt. Menschen, die die Hoffnung am Leben erhalten, dass alle irgendwann miteinander auskommen können. Person A blickt auf das Meer. Möge diese Welt eines Tages den Frieden finden, den sie verdient. Person B Bram? Thrall und Anduin aus World of Warcraft. Sag das nochmal bitte. Thrall. T-H-R-A-L-L und Anduin. Falsch, Sepp. Anduin. Das ist falsch. Dann Jaina Proudmoore. Das ist richtig, Jay? Thrall. Das ist richtig. Ach, es war der andere! Sehr gut. Ja, Person A. Das mit der Welt heilen war smart, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Person A, Proudmoore und Person B, Thrall. World of Warcraft ist das Spiel, exakt. Das war dann auch, Person B sagt dann nur noch, möge es so sein. Das war der ganze Dialog. Sehr gut. Ja, wir warten immer absichtlich länger. Ja, genau. Ja, ist gar kein Demütigen, du machst das toll. Ich finde das spannend, weil ich bin ja nicht so beim Gaming bewandert, aber für mich liest sich das immer so Krieg, Alter. Und einer ist, ne, möge wieder Frieden geben, deine kann ja alles sein. Skills sind ja legendär. Hast du das gesehen? Oh ja. Naja, egal. Aber das, also, ja, ich finde das spannend, weil das passt irgendwie für mich auf jedes Spiel, so gefühlt. Aber naja, ihr erratet's ja. Dialog 6, Person A atmet schwer und lehnt sich gegen eine Wand. Mann, das war knapp. Die waren verdammt hartnäckig.
Ich hätte wissen müssen, dass es eine Falle ist. Person B mit einem zynischen Grinsen. Tja, Schätzchen, hier kann... Nee, sorry, ich muss eine andere Stimme machen. Tja, Schätzchen, hier kannst du dich... Nee, was? Hier kannst du dich nie auf irgendjemanden verlassen, außer auf dich selbst. Person A hebt die Augenbrauen. Und auf dich? Kann ich mich auf dich verlassen? Person B zuckt mit den Schultern. Ich bin nicht hier, um dein Kumpel zu sein. Ich bin hier, weil wir eine gemeinsame Zeit haben. Ich will diese Arschlöcher erledigen und du willst deine Freiheit zurück. Das ist der Deal. Person A nickt. Richtig, der Deal. Aber nur, weil wir dasselbe Ziel haben, werde ich nicht bei deinem hirnrissigen Rachefeldzug mitmachen und dabei draufgehen. Person B mit einem selbstsicheren Lächeln. Sieh es als Win-Win. Aber vergiss nicht, wir sind miteinander verknüpft, ob wir es wollen oder nicht. Wo du hingehst, werde auch ich... Nee, wo du hingehst, werde auch ich hingehen. Mein Mann. Person A seufzt. Das passt mir genauso wenig wie dir. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich deine Erfahrung und deine Fähigkeiten gebrauchen kann. Aber lass uns eins klarstellen. Ich bin der Boss. Ich treffe die Entscheidungen. Person B hebt gespielt beruhigend die Hände. Kein Problem. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Solange du mich nicht daran hinderst, diese schwierigen Anzugträger zu Fall zu bringen, werde ich mich nicht einmischen. Aber sei gewarnt. Ich halte nichts von... Wie und Johnny Silverhand. Das ist beides richtig. Ja, sehr gut. Stark. Aus Cyberpunk 2077. Stark. Oh, nice. Ich habe auch ganz schön lange dafür gebraucht. Deshalb sind die verknüpft. Ah. Ja, genau. Ah. So spannend, dass ihr das rausfindet, ey. Wahnsinn. Sehr gut. Das waren 6 Dialoge. 10 gibt es insgesamt. JFIT mit 25 Punkten. Vor Bram mit 19, Peter mit 15, Sepp mit 13. Also ihr seid recht nah aneinander. Noch ist nichts verloren, und aber auch noch nichts gewonnen. Dialog 7, Person A starrt vor sich hin. Wir stecken immer tiefer in der Scheiße, oder? Person B nimmt einen Schluck aus seiner Flasche. Unser Leben war schon immer ein steiniger Weg, aber wir haben noch schlimmere Zeiten durchgemacht als diese. Person A seufzt. Ich weiß, aber diesmal ist es anders. Die Welt ändert sich und ich frage mich, ob wir uns anpassen können. Person B mit einem schiefen Lächeln. Wir sind immer noch hier, nicht wahr? Das sollte dir eine Antwort geben. Du musst aufhören, dich selbst so zu quälen. Person A schüttelt den Kopf. Ich kann nicht anders. Wir haben Blut an unseren Händen, aber wir hatten... Peter. Einer ist Kratos. Das ist falsch. Das hätte so gut gepasst. Sepp. Loki. Ellie und Joel. Ach so. Das ist auch falsch. Lies mal weiter. Weil wir hatten keine Wahl. Person B, ernst. Man hat immer eine Wahl, aber noch ist es nicht zu spät. Wir können auch Gutes tun. Wir können für unsere Leute da sein wie eine Familie. Das ist es, was zählt. Meinst du nicht auch? Person A, nachdenklich. Du hast recht. Wir sind eine Familie. Aber die Welt wird uns nicht verschonen. Wir müssen klug sein, um zu überleben. Peter? Einer ist Arthur Morgan. Nein. Ach, komm on. Nicht? Krass. Herr Peter, ist aber schon schwach von dir, ne? Person B nickt. Hab ich das schon vorgelesen? Egal. Person B nickt. Weise Worte. Aber denk dran, dass das Leben nicht nur aus Überleben besteht. Es geht auch um die Momente, die wir genießen und die Menschen, die wir lieben. Person A schaut in die Dunkelheit. Ich werde darüber nachdenken. Danke, dass du immer an meiner Seite warst. Person B lächelt und prostet ihm mit der Flasche zu. Partner fürs Leben. Und solange wir zusammenhalten, werden wir jede Herausforderung meistern. Wir beide, die Jungs und alle anderen. Wir sind eine Familie. Was tun wir? DJ Carl Johnson? Nein. Was tun wir als nächstes? Wir sollten bald weiterziehen. Person A schaut nachdenklich in die Flammen des Lagerfeuers. Keine Sorge. Ich habe bereits einen Plan. Das war der Dialog. Also mit Red Dead warst du, glaube ich, nicht schlecht. Ach. Red Dead fand ich wirklich nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, wie die anderen heißen. Das würde ja, ich aber gucken, wenn das, als ob da jemand anders kommt, das glaube ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wen hast du gesagt? Halt perfekt. Ich habe Arthur Morgan gesagt. Ja, dann John Marston. Nein. Nee, das ist kein Red Dead. Aber es geht auf jeden Fall um ein Spiel, wo es um eine Familie, die Jungs. Genau, so ein Gang geht. Pizza, ja, genau. Das Spiel. Aber wo geht's denn in der Deswegen habe ich auch CJ gemacht, weil so Grove Street for Life und so weiter. Ja. Ich gebe euch ein paar Tipps. Beide Charaktere sind männlich. Mhm. Es hat einen Metacritic-Score von
97. What? Was? Und erschien im Jahr 2018. Was? 97. What? Das ist ja insane. Okay, was vergessen wir hier gerade hardcore-mäßig? Irgendwas Peinliches. 2018? Ja. Das war auch mit Blut an den Händen. 2018 ist da nicht sogar fucking Red Dead rausgekommen? Wir haben Kratos und Kratos noch nicht. Kratos. Nein. Scheiße. Mario. Mario. Mario, an unseren Mario. Händen. Und Luigi Mario. Die ganzen Mario. Gumbas, Alter. Es ist war 2018 nicht Action-Rollenspiel? Action-Rollenspiel? Mhm. Kannst du den Dialog nochmal vorlesen? mit 97. Auch mit Lagerfeuer und so. Was hat der bitte kam so einen hohen Meter? Da raus? Aber ich meine schon, aber das könnte Red Dead 2 rauskommen. Ja, ich meine, es war 2018. Ich meine, das wäre das Jahr gewesen, wo God of War und Red Dead 2 rausgekommen sind. Ja, aber das ist doch nicht. Dann also, doch einen okay, von den dann anderen ist das der Cheffe von der Linde. Ich weiß nicht, wie der heißt, wie der Chef von der von der Linde Gang heißt. Der ist von der Linde noch was. Vorname kann ich hier nicht sagen. Das lässt sich so gelten. Dutch van der Linde, genau. Oder Dutch. Oh mein Gott. Dutch wahrscheinlich oh mein Gott, die anderen Charaktere nicht. Oh. Wer ist denn dann noch? Was? Und da war es nicht Arthur Morgan und John Marston? Ja, Nebendarsteller 1 okay, und 19. Okay, dann ist das Mr. Strauss. Nein. Maika. Mach das nein. Würstchen. Scheiße, wer gibt's denn dann noch? In Ordnung. Okay, wir haben Herbert Strauß oder sowas. Ja, das war der Gelddude, ne? Das war der Deutsche, richtig. Maika war der Wichser. Maika ist der Wichser. Wen gibt's denn da noch? Ja, da gibt's noch relativ viele, aber nicht aber in der wichtigen Rolle. Mal, ja, aber, ja, okay, die waren alle nicht in der wichtigen nee. Rolle, wenn du die anderen genannt hattest. Vor allem, die sind männlich. Nicht. Warte mal. Wen gibt's denn da noch? Wie heißt denn der alte Sack? Aber der wird's da wohl nicht sein. Günther von der Linde. Gibt doch den Schlachter. Ja, Schlachter von der Linde. Das kann nicht sein. Nein. Der heißt, glaube ich, Mr. Pearson oder so heißt der Schlachter, wenn du es probieren willst. Mr. Pearson. Nein. Natürlich will ich das probieren, Feder. Batscha van der Linde heißt er. Nee. Ich habe keine Ahnung, gerne weiter. Ich habe es nicht gespielt. 3, 2, 1, ich schließe es. Es ist Hosea Matthews oder Melvin. Hosea. Ja. Stimmt, seine rechte Hand. Fuck. Ja. Hoseas rechte Hand. Oh mein Gott. Das ist ja belastend, Alter. Ey. Das ist halt wild. Das hat halt so perfekt zu Red Dead gepasst. Und wir nennen die beiden wichtigsten Charaktere und die sind's nicht. So, what the fuck? Ja. Ja. Hat sich Lucy hier mal ein bisschen. Ja, damit muss ich mehr als die Lucy. Okay. Nur hat mich hier aufs Glatteis geführt, die Lucy. Im wahrsten Sinne, welches ja. Das? Dialog 8 von insgesamt 10. Okay. Wir haben wieder zwei Personen. Wir beginnen mit Person A, während sie alte Fotos ansehen, also die beiden. Erinnerst du dich an diesen Tag? Wir waren noch so jung. Person B mit einem Hauch von Wehmut. Das war der Tag, an dem wir das Geheimversteck entdeckt haben. Es war wie ein kleines Abenteuer. Person wird Nathan Drake und seine Frau. Oh, sehr gut. Nein. Scheiße. Oh. Als Scheiße, Peter, weil Nathan Drake war richtig, aber die andere Person. Nathan Drake. Nein. Reingebechtelt, war nur die Frau. Ist mir egal. Ich werde ja heute mich im Absnack-Modus. Just try ich das. Person A wieder zieht mit Begeisterung ein weiteres Foto hervor. Wowser. Erinnerst du dich? Wowser? Wie steht so da? Dann haben wir diese. Sepp. Mario. Nein. Wegen Bowser? Ja. Ernsthaft? Ey, jeden Strohhalm nehme ich. Ich habe jetzt die Stimmen vergessen, ich mache einfach nochmal weiter. Also Person A, Wowser, erinnerst du dich? Dann haben wir diese Schatzkiste gefunden und unser. Okay, Lara Croft. Nein. Jetzt lass ihn doch erstmal kurz. Entschuldigung. Ich vergesse immer die Stimmen. Dann haben wir Wowser? Diese Schatzkiste. Willst du weitermachen, Bram? Nee, ja, kannst du keinen machen, aber ich weiß ehrlich, was ich sagen soll, außer Wowser. Wowser, erinnerst du dich? Dann haben wir diese Schatzkiste gefunden und unser eigenes kleines Geheimnis darin vergraben. Person B nickt. Wir haben immer die verrücktesten Sachen angestellt. Wir dachten, es würde für immer so weitergehen, aber das Leben geht ungeahnte Wege. Person A nachdenklich.
Ja, es hat sich nicht viel verändert, aber ich bin froh, dass ich zurückgekommen bin. Du bist immer noch meine beste Freundin. Okay. Dora. Nein. Bowser? Kairi. Nein. Was ist das für ein Spiel? Kein was Kingdom das? Hearts. Okay. Bowser? Person B schaut sie an. Das Leben hier war manchmal wirklich hart. Die Sache mit Rachel und alles. Person A. Rachel über Namen, Alter. Und sind das die Friends? Ja. Und als du erschossen wurdest, in dem Moment dachte ich, alles wäre vorbei. Aber diesmal werde ich nicht wieder so einfach weggehen. Person B lächelt. Hey, mach dir keinen Kopf. Die Hauptsache ist, dass du wieder hier bist. Ich kann übrigens immer noch nicht fassen, dass dieser Mistkerl mich abgeknallt hat. Person A nimmt eine alte Polaroid-Kamera. Hey, lass uns ein neues Foto machen. Eines, das wir nie vergessen werden. Person B nickt grinsend. Du und deine alte Kamera. Schon damals hast du keine Gelegenheit ausgelassen, ein Foto zu schießen. Das war der Dialog. Ja, gib mal Tipp. Geht's denn krass um Fotos? Ich hab keine Ahnung, wo es um Fotos geht. Okay. Also mir fällt ein Spiel ein, da kenne ich aber die Charaktere nicht. Ja, Dito. Es ist, also beide Charaktere sind in dem Fall weiblich. Ja, würde passen. Ich weiß nicht, wie würde die beiden heißen. Ja. Das Spiel hat einen Metacritic-Score von 85. Oh, deutlich weniger. Ja. Okay, dann ist es meins vielleicht nicht. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ist deutlich höher. Und das Spiel erschien im Jahr 2015. Das könnte passen. Ja. Ich könnte nicht mal den Spielnamen verwenden. Wir denken bestimmt alle an Life is Strange. Ja, daran habe ich gedacht. Genau, und ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißen, aber ich sag mal, einer heißt Chloe. Das ist richtig. Oh, Peter. Und die andere. Oh, der Absnacker Jay kann nicht drücken, weil er auch nicht weiß. Ich hätte auch nicht Chloe gewusst nach Life is Strange. Nee, ich wäre nicht mal auf Life is Strange gekommen. Ich wusste doch das ist dieses Zeitreisespiel. Wie heißt denn das? Oh, ich weiß nicht, wie die andere heißt. Das ist belastend. 5, 4, 3, Chloe 2, und Claudia. 1 und. Claudette. Schließe das. Rachel. Max. Ach nee. Ach so, da bin ich nicht drauf gekommen. Die Protagonistin. Ja. Chloe ist ihre beste Freundin. Aha. Ja, Life is Strange. Max ist richtig. Team. Das war scheinbar jetzt ein bisschen schwieriger. Hat, glaube ich, keiner von uns richtig gespielt. Wieso? Nur gesehen, hast du es geschafft? Ich habe es durchgespielt. Ach so, okay. Ich dachte, dass Life is Strange ist so ein Klassiker, den jeder gespielt haben muss. Ist das nicht so? Nee. Aber man muss halt die Art von mögen, ne? Das hat mich jetzt nicht so krass angesprochen. Also Red Dead Redemption 2 ist schon ein krasserer Klassiker als jetzt Life is Strange, muss man sagen. Und auch den muss man nicht gespielt haben. Ja, da weiß ich nicht. Dialog 9, der vorletzte. Person A beginnt in einem verlassenen Lagerhaus, während der Regen draußen prasselt. Es ist Zeit. Joel und Ellie. Nein. Dann nehme ich nur Joel. Nein. Dann nehme ich nur Ellie. Person A. Es ist Zeit, dass das hier ein Ende findet. Person B tritt aus dem Schatten, das Gesicht von einem finsteren Lächeln gezeichnet. Ah, du bist also gekommen. In meinem Kopf klang es so wie der Joker, aber naja. Ich hätte jetzt auch fast Batman und Joker gesagt, weil das war eins zu eins. Person A fest. Was auch immer das heißt. Ja, es gibt keinen Ausweg mehr für dich. Die Welt muss vor dir geschützt werden. Person B spöttisch. Du verstehst es nicht. Ich will die Welt nicht erobern. Ich will sie befreien von den Fesseln der Mächte, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Person A, ernst. Du hast einen gefährlichen Weg gewählt. Du hast zu viele Leben auf dem Gewissen. Person B lacht düster. Leben ist nur Werkzeuge der Mächtigen. Sie haben keinen Wert für mich. Aber du und ich, wir sind anders. Person A, mitfühlend. Aber du hast vergessen, was uns von den Mächtigen unterscheidet. Wir haben die Wahl, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Person B, wütend. Du redest wie ein Narr. Die Welt wird sich verändern, ob du es willst oder nicht. Person A, entschlossen. Dann werde ich sicherstellen, dass sie sich zum Besseren verändert. Ich werde dich stoppen, selbst wenn ich dich töten muss.
Person B grinst. Das werden wir noch sehen, Bruder. Okay. Das war's. Okay, bis zu dem Töten muss, dachte ich, legit noch an Batman. Ja, ich dachte die ganze Zeit an Batman, aber kann jetzt nicht sein, Bruder. Ja, weil er gesagt hat, ich bin Batman. Nee, aber nachdem der gesagt hat, dass ich dich töten muss. Batman tötet keine Leute. Okay, zwei Brüder. Der neue schon, oder? Neue Batman schon. Ja, aber da gibt es ja kein Spiel von. Aber das siehst du nicht, weil der Film so dunkel ist. Scheiße, Alter. Hat sich also ich brauche erst eine Einordnung, glaube ich. Ich gebe euch Tipps. Ich bin gar keinen Plan. Das Spiel hat einen Metacritic-Score von 94. Mhm. Beide Charaktere sind männlich. Und das Spiel erschien im Jahr 1998. Ach du Scheiße. Selbst. Solid Snake. Das ist richtig. Scheiße. Peter. Und selbstverständlich der andere, der Liquid Snake heißt. Ja, genau, so heißt ich der. Ich hab ein Metal Gear richtig, obwohl ich eins gespielt habe. Das ist natürlich vor allem für Bram jetzt, also ne, dein Nickname war ja Solid Snake. Nee, Slider. Solid Slider. Ach so, Solid Slider, aber ja, okay, wahrscheinlich inspiriert. Davon abgeleitet, ne, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Frech. Kannst natürlich einfach mal frech behaupten, ja. Aber war nicht so, ne? Slider ist halt voll krass. Slider, Slange, was aus selben, Copyright-Gründen kann er dazu sich nicht äußern. Ah, okay, verstehe. Ja, sehr gut. Jetzt steht es, Jay weiterhin führt 38, nur ein Punkt dahinter, Peter mit 37, Bram 35, Sepp 32, ihr seid super nah aneinander. Letzte Spiele können nicht absnacken. Wir haben noch einen Dialog, da kannst du es vielleicht. Zwei Personen sind wieder gesucht, A und B. A beginnt resignierend. Da hast du mich wohl erwischt. Person B lacht. Oh, mein lieber Freund, du dachtest also wirklich, dass du mir entkommen könntest? Person A entschlossen. Ich habe es versucht. Und ich werde nicht aufgeben, egal was du vorhast. Person B zieht grinsend die Augenbrauen hoch. Du bist mutig, aber das ist nicht genug, um hier zu überleben. Weißt du, ich mag dich, Mann. Du bist anders als die anderen, die hierher kommen. Du hast diesen Überlebensinstinkt. Person A wütend. Du könntest nicht weiter daneben liegen. Du kennst mich überhaupt nicht. Person B lächelt. Oh, keine Sorge. Wir werden uns noch besser kennenlernen. Wir werden gemeinsam eine großartige Zeit haben. Aber zuerst musst du etwas für mich erledigen. Person A misstrauisch. Was willst du von mir? Person B verschmitzt. Oh, nichts Besonderes, Mann. Ich will nur, dass du ein kleines Spiel für mich spielst. Finde einen meiner Männer, der mich verraten kann und bring mir seinen Kopf. Person A schockiert. Du bist verrückt. Person B lacht. Ich verrückt? Nein, ich bin nur anders. Jetzt geh und erledige deine Aufgabe. Und vielleicht, nur vielleicht, lasse ich dich am Leben. Person A schnaubt verächtlich. Das ist Wahnsinn. Person B schüttelt belehrend den Kopf. Weißt du, Wahnsinn. Feder. Der eine ist Vaas aus Far Cry 3. Das ist richtig. Aber wie heißt der Hauptprotagonist? So hieß der. Keine Ahnung. Jetzt setzt zum Sieg. Ich lese gerade noch zu Ende vor. Person B schüttelt belehrend den Kopf. Weißt du, Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre, verstehst du? Und wie ich dir bereits sagte, ich bin nicht verrückt, nur anders. Ja, keine Ahnung, wie die Hexenlady heißt. Hexenlady? Nein, nicht die Hexenlady. Meinst du eigentlich den Protagonisten oder meinst du damit den anderen Oberboss neben Vaas? Neben Vaas. Ich meine den Protagonisten. Ja. Ah, okay, keine Ahnung, wie der heißt. Ja, Panam aber, ich, war aus Far Cry 4, oder? Panam, ja, Panam würde ich mal probieren. Panam? Fuck. Panam. Ist Panam war doch die aus Cyberpunk. Er meint Pagamin. Ach so. Pagamin. Ja, aber es ist ein anderes Spiel. Okay. Ja, Far Cry 4, ne? Dann sag ich jetzt. Ich muss es probieren. Ich habe ja die einzige Chance und ich sage Tom. Nein. Alles gegeben. Andreas. Ja, genau. Nein. Okay. Ali! Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Brammen. Ellie. Nein. Nee, John. Nein. Brammen. James. Nein. Jetzt kann ich nicht. Jetzt ist sie irrelevant. James, jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Jetzt sind wir genau alle vier Punkte auseinander. Jack. Oh, jetzt kann Jack wieder.
John. Nein. Martin. Nee. Ist jetzt schon richtig? Jetzt bewegt ihr euch wieder weg. 5, 4, 3. Schon richtig? 2, Joel. Nein. 3. Rammen. Andreas! Nein, das hat er schon! Rammen, Alter! 3, 2, 1, ich schließe das jetzt hier. Ist ja eine Farce. Was und Jason Brody? Das ist der Protagonist hieß der genau. Von Far Cry 3. Alter, es gibt so viele Namen mit J, das ist ja insane. Jack James. Ist ein geiler Name. Ein guter Buchstabe. Ja, jetzt hat aber Peter noch Jay überholt. Peter, du gewinnst mit 51 Hurra! Punkten. Hat aber auch stark gemacht. Jason. Ach, Jason sag ich jetzt schon James. Neuer Name für Jay, I like it. Platz 2, Bram mit 42 auf 3, Sepp mit 40 auf 4. Ihr wart sehr nah aneinander. Ich fand es auch sehr überraschend, dass ihr das alles gewusst habt. Vielen Dank an Lucy fürs weniger. Vorbereiten und Dankeschön, an Lucy. ChatGPT. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.